Maggie Records präsentiert Jahr 2700. Eine Science-Fiction-Serie von Martin Mack. Teil 5 – Der Stich ins Wespennest. Es sprechen Martin Mack als Commander McLean, Jan Benz als Ray Collins, Peter Jacobs als King Riley, Alex Sauer als Admiral Teto, Andreas Kahm als Der Wächter, Daniel Giel als Lutex, Julia Bartholomäus als General van Dijk, Till Kohlberg als Costa, Eduard Mack als alter Mann, Matthias Behling als Androidenstimmen und Oliver Hauke als Durchsage Kobart. Produktion 2015 und 2018 bei Maggie Records. Commander, wachen Sie auf. Ah, was? Ach, Sie, Collins. Was gibt es? Alles in Ordnung, Commander? Ja, ich hab wohl schlecht geträumt. Wir haben das Wurmloch fast erreicht. Ah ja, danke, Collins. Ich komme gleich. Commander, wir stehen kurz vor dem Wurmloch. Alles in Ordnung, Commander? Ja, alles in Ordnung. Irgendwelche Dart-Aktivitäten? Negativ. Es ist merkwürdigerweise alles ruhig. Ich verstehe das nicht. Die Darts müssten auf ihren Scanner das Wurmloch doch schon längst entdeckt haben. Für mich gibt es da nur eine Erklärung. Das Dart-Gebiet ist wesentlich größer, als wir annehmen. Und das Wurmloch ist noch viel zu weit entfernt, sodass sie es auch noch nicht bemerkt haben. Oder es eben noch keine Gefahr für Sie darstellt. Das kann gut sein. Collins, übernehmen Sie die Raumüberwachung. Riley und ich sind im Frachtraum. Wir bereiten die Antimateriebomben für den Einsatz vor. Steuern Sie uns 0,8 Parsec direkt vor das Auge des Wurmlochs. 0,8 Parsec. Verstanden, Commander. Los, kommen Sie, Riley. Moment, Commander. Schauen Sie hier. Unser Bildschirm wird aktiviert. Unser Bildschirm wird aktiviert? Von wem? Es weiß niemand, dass wir hier sind. Wirklich niemand, Commander McLean. Der Wächter! Haben Sie wirklich geglaubt, mich abschütteln zu können, Commander? Was wollen Sie von uns? Was ich von Ihnen will? Ich will Sie. Warum sagen Sie nichts? Ich weiß nicht. Was soll das alles? Glauben Sie, ich wüsste nicht, dass die Zerstörung des Organwandlers auf Ihr Konto geht? Ich will, dass Sie sich dafür verantworten. Moment! Sie können den Commander nicht alleine dafür verantwortlich machen. Auch ich war daran beteiligt. Dann müssten... Schon gut, Riley, schon gut. Aber Commander! Sie können das alles dem Tribunal erklären, McLean. Stellen Sie sich! Warum sind Sie so schweigsam? Commander, ist wirklich alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Das alles kommt Ihnen wohl bekannt vor, McLean. Sie schweigen?
Sie denken wohl gerade an das Vermächtnis von Tomtae. Commander, was meint er damit? Sagen Sie doch was. Ich bin mir nicht sicher. Sie erinnern sich also. Der Vorfall auf Maron. Aber es war doch nur ein Traum. Commander, können wir Ihnen irgendwie helfen? Ich glaube nicht, dass Sie dem Commander helfen können. Er muss selbst entscheiden, ob dies alles Realität ist oder ob er sich im Stadium des Wahnsinns befindet. Können Sie uns jetzt bitte eine Erklärung für das alles hier geben? Das finde ich auch. Ich verstehe nämlich überhaupt nichts mehr. Denken Sie an die Priester, McLean. Commander, was ist hier los? Alle Maschinen stopp. Riley, berechnen Sie den Rückkurs nach Ruga. Commander, das ist doch nicht Ihr Ernst. Und was ist mit dem Wurmloch? Die Aktion wird gestoppt. Wir kehren zurück nach Ruga. Mr. Riley, unternehmen Sie was. Ich befürchte, der Commander ist übergeschnappt. Commander, es tut mir leid, aber ich muss Sie hier und jetzt Ihres Kommandos entheben. Stopp, Mr. Riley. Lassen Sie ihn. Er ist noch etwas verwirrt von dieser Situation. Aber er wird die richtigen Schritte unternehmen. Da bin ich mir sicher. Und es wird zum Wohle unserer beiden Völker sein. Es ist alles in Ordnung, Riley. Mir geht es gut. Und der Wächter hat recht. Ich bitte Sie jetzt, berechnen Sie den Rückkurs nach Ruga. Ich erkläre Ihnen alles. So etwas würde ich sonst niemals zu einem menschlichen Wesen sagen, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg, McLean. Er ist weg. Der Bildschirm ist wieder dunkel. Können wir jetzt endlich eine Erklärung von Ihnen bekommen? Eine rationale Erklärung hierfür gibt es nicht. Ich war auf dem Planeten des galaktischen Friedens. Commander, ich bitte Sie, das waren wir doch alle. Sie verstehen mich nicht richtig, Riley. Ich war vor einigen Stunden dort. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vor einigen Stunden haben Sie in Ihrer Kabine geschlafen. Ich weiß, das klingt alles total unglaubwürdig, aber die letzten Minuten hier auf der Brücke, ich habe das vor einigen Stunden schon mal erlebt. Allerdings bin ich durch das Wurmloch zum Wächter geflogen. Allein. Und hab mich ihm gestellt. Also mit anderen Worten, ein Albtraum. Es kann kein Albtraum gewesen sein, Collins. Der Wächter hat mir von dem Vermächtnis von Tomtae berichtet. Davon sprach er gerade. Was soll das sein? Ein heiliges Relikt, das den Darts von Angehörigen der Raumflotte gestohlen wurde. Was haben denn die Darts damit zu tun? Ach, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Der Wächter ist der, wie soll ich es ausdrücken, das Oberhaupt der Darts. Ich kann nur sagen, ein ziemlich verrückter Traum, Commander. Glauben Sie mir, Riley, es war kein Traum. Entweder war ich wirklich auf dem Planeten, oder der Wächter ist in mein Bewusstsein eingedrungen. Ich weiß es nicht. Und dann hat er Ihnen diese Geschichte aufgetischt. Aber ich sehe keinen Sinn darin, wenn es wirklich so gewesen sein sollte. Ich bin mir sicher, wir sollen das Geheimnis um Tomtae entschlüsseln und damit den jahrhundertelangen Krieg zwischen den Darts und uns beenden. Aber wenn der Wächter angeblich so ein Überwesen ist, warum macht er das denn nicht selbst? Er wird doch dann auch wissen, dass das Wurmloch ein Zeitportal ist. Sicherlich weiß er das. Aber auch er kann nicht so einfach in der Zeit zurückreisen, ohne Angst haben zu müssen, sie zu verändern. Wenn Sie mich fragen, das klingt alles ganz schön haarsträubend, Commander. Sie sind wirklich sicher, dass da irgendetwas war? Riley, Sie kennen mich jetzt wirklich lange genug. Glauben Sie wirklich, ich würde so emotional reagieren, wenn ich mir nicht ziemlich sicher wäre? Gut, ich berechne den Kurs zurück nach Ruga. In der Zwischenzeit können Sie uns das Ganze noch einmal ausführlich erzählen. Das hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Commander McLean. Ein Mann mit Ihrem Ruf. Sie brechen eine Mission wegen eines Traumes ab? Und ich kann Sie noch nicht einmal dafür belangen, dass es keine offizielle Mission war. Mir fehlen einfach die Worte. Glauben Sie mir, Admiral, wäre ich nicht so davon überzeugt, ich hätte die Mission nicht abgebrochen. Trotzdem kann ich es immer noch nicht begreifen. Und was soll nun werden?
Mit dieser Aktion können Sie es natürlich vergessen, wieder in den intergalaktischen Sicherheitsdienst aufgenommen zu werden. Das ist mir auch bewusst. Aber grundlegend ist jetzt etwas ganz anderes wichtiger. Und deshalb habe ich eine Bitte an Sie. Was für eine Bitte, McLean? Sie als Admiral haben doch bestimmt gute Kontakte zum Sicherheitsdienst im Alpha Centauri oder können zumindest Ihre Kontakte spielen lassen. Worauf wollen Sie hinaus? Und warum sollte ich Sie in dieser Angelegenheit unterstützen? Weil Sie dann wüssten, ob ich fantasiert habe oder ob an der Sache doch was dran ist. Sie verlangen also von mir, dass ich Erkundigungen über Sache auf Maron einhole? Verlangen ist wohl das falsche Wort, Admiral. Ich bitte Sie lediglich, sich etwas umzuhören. Das würde mir sicherlich helfen. Sie sind doch nicht so überzeugt von Ihrem Handeln. Ich weiß es nicht. Es ist alles so unglaublich. Und doch war es so real. Wenn ich wüsste, was auf Maron passiert ist, dann... In Ordnung, McLean. Ich helfe Ihnen. Ich werde Erkundigungen über Maron einziehen. Aber seien Sie sich über die Konsequenzen im Klaren, wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie Sie es sich erhoffen. Ich bedanke mich, Admiral. Herein. Riley, Collins, schön, Sie zu sehen. Wir wollten uns bei Ihnen mal nach dem Stand der Dinge erkundigen. Und wie es Ihnen geht? Tja, wie geht es mir? Ich schlafe schlecht und ich weiß immer noch nicht, ob es nicht doch alles nur ein böser Traum war. Dann sage ich mir aber wiederum, wenn ich von diesem Vermächtnis von Tom Taino geträumt habe, wieso hat es der Wächter explizit erwähnt? Ich finde keine Antwort darauf. Und vom Admiral habe ich auch noch nichts gehört. 4 Tage sind mittlerweile vergangen, seitdem ich ihn gebeten habe, in dieser Sache Nachforschung anzustellen. Ich weiß, was Ihnen helfen könnte, Commander. Ich habe hier auf der Station ein kleines Casino entdeckt. Ich glaube, wir drei sollten da mal aufkreuzen und uns richtig einen hinter die Binde gießen. Da wird Riley aber der große Spielverderber sein. Er trinkt nämlich keinen Alkohol. Umso besser. Dann kann er uns hier anschließend in unsere Quartiere bringen. Herein. Admiral, gerade haben wir von Ihnen gesprochen. Commander, King Riley, Mr. Collins, ich muss Sie leider privat stören, aber es ist äußerst wichtig. Wenn Sie mit dem Commander alleine sprechen wollen, dann gehen wir jetzt besser. Nein, nein, im Gegenteil. Was ich Ihnen zu sagen habe, geht Sie alle drei etwas an. Haben Sie etwas herausbekommen? Ja, es gibt Neuigkeiten. Ich habe bei der obersten Behörde angefragt und um Informationen über Maron gebeten und diesbezüglich auch über einen Zwischenfall mit den Darts auf diesem Planeten. Und? Was hat die oberste Behörde geantwortet? Machen Sie es bitte nicht so spannend. Darf ich mal kurz Ihren Computer benutzen? Aber sicher doch. Bitte. Und was haben die nun geantwortet? Es gibt keinen Planeten Maron. Schauen Sie sich diese Sternenkarte des Grenzgebietes an. Jeder Planet ist verzeichnet, aber keiner namens Maron. Das heißt, ich habe mir das wirklich alles nur eingebildet. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es war doch alles so real. Ich bin mit meiner Ausführung noch nicht fertig, Commander. Es gibt noch mehr Neuigkeiten. Also, die oberste Behörde hat weitere Anfragen diesbezüglich sofort abgeblockt und jede weitere Nachfrage untersagt. Außerdem soll ich Sie, King Riley und Mr. Collins festnehmen und ins IGAD-Quartier nach Alpha Centauri bringen. Das heißt, jetzt ist alles aus. Ich sehe also Gespenster und bin jetzt auch noch verhaftet. Ich glaube, das heißt noch gar nichts, Commander. Ich höre aus den Worten des Admirals Zweifel. Sie haben recht, Riley. Es hat mich stutzig gemacht, dass alles abgeblockt wird, sobald der Name Maron fällt. Aber noch etwas anderes, Commander. Sagt Ihnen der Name Björn Olsen etwas? Ja, gehört habe ich schon von ihm. Ein Wissenschaftler, Sternforscher, irgend so etwas in der Art. Ja, für viele galt er als Spinner, der einsam und alleine die äußere Galaxie bereiste, um sie zu erforschen und zu kartografieren. Das war lange, bevor man überhaupt etwas von den Darts wusste. Was hat das alles jetzt mit Maron zu tun? Ich war immer ein großer Fan von Olsen, seinen Entdeckungen und so weiter. Mein Großvater schenkte mir, als ich noch klein war, eine Sternkarte von Björn Olsen. Diese Karte besitze ich heute noch. Und ich habe sie über dieses Bild gelegt, das mir die oberste Raumbehörde geschickt hat. Und? Sehen Sie? Ein Planet? Maron? Ja, Maron. Ich nehme nun die Olsen-Karte wieder herunter und vergrößere diesen Ausschnitt. Was sehen Sie? Nichts. Ich sehe nichts. Schauen Sie genau hin. Ich sehe wirklich nichts. Doch, Commander. Hier. Hier ist eine klitzekleine Unebenheit in dem Bild. Richtig. Die habe ich auch entdeckt.
Und ich bin mir sicher, die Karte ist manipuliert worden. Ich weiß zwar nicht, was Sie erlebt haben, Commander, aber eins weiß ich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stinkt. Und zwar gewaltig. Wenn die oberste Behörde alles unternimmt, um den Planeten totzuschweigen und sogar Sternenkarten retuschiert, dann glaube ich mit Verlaub, Admiral, dass der Commander die Wahrheit sagt, was er erlebt hat. Und das vermute ich auch. Deswegen habe ich Sie auch nicht angetroffen. Sie sind ohne meine Erlaubnis gestartet, auf der Suche nach Maron. Aber... Kein Aber, Commander. Verschwinden Sie sofort. Spätestens in 30 Minuten muss ich mit Sicherheitsbeamten hier erscheinen und Sie drei festnehmen. Länger kann ich nicht warten. Und mit welchem Schiff? Sie haben doch den schönen alten Frachter. Sogar ausgerüstet mit Langstreckenscannern. Wie sollen wir Ihnen nur danken, Admiral? Indem Sie mich einfach auf dem Laufenden halten. Aber inoffiziell, versteht sich. Denn dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich Ruga verlassen, oder ich muss Sie tatsächlich noch verhaften. Ich bedanke mich, Admiral. Und, wie fühlen Sie sich, Commander? Auf eine Art befreit. Ich weiß nun, dass ich nicht verrückt oder übergeschnappt bin. Und auf der anderen Seite, wie soll ich es ausdrücken? Durch mein Handeln beim Wurmloch habe ich uns drei nun zu Gesuchten, zu Kriminellen gemacht. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Commander. Wir hätten ja nicht mitzumachen brauchen. Außerdem fängt die Sache an, interessant zu werden. Wenn Ihre oberste Raumbehörde so empfindlich auf den Namen Maron reagiert, dann hat sie wirklich etwas zu verbergen. Und es wird interessant sein, herauszubekommen, was. Das ändert aber nichts an unserer jetzigen Situation. Und sollten wir tatsächlich etwas finden, was die oberste Raumbehörde belastet, dann wird es sogar noch dramatischer. Dann sind wir nicht nur gesuchte Kriminelle, die sich einer Verhaftung entzogen haben, sondern Staatsfeinde. Aber deshalb die Suche abblasen? Auf keinen Fall. Ich bin dafür, alles zu versuchen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Da schließe ich mich Ihnen vollends an. Wir müssen herausbekommen, was wirklich passiert ist. Übrigens, Commander, wir schwenken in die Umlaufbahn von Maron ein. Wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Ich weiß ja noch nicht einmal, nach was wir suchen. Aber gehen Sie auf Höhe 9000 und scannen Sie mit den Langstreckenscannern die Planetenoberfläche. Commander, der Scanner zeigt etwas an. Eine Art Behausung. Und eine Lebensform wird registriert. Stellen Sie die genauen Koordinaten fest. Ich bin fest davon ausgegangen, dass der Planet unbewohnt ist. Es wird ja auch nur eine Lebensform angezeigt. Landedaten sind eingegeben. Gut, dann fertig machen zur Landung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Eine Farm. Schon sehr merkwürdig. Halt, stehen bleiben. Das ist Privatbesitz. Privatbesitz? Auf Maron? Sie irren sich. Sie sind auf dem Planeten Praxis. Was wollen Sie eigentlich hier? Mein Name ist McLean, das ist Mr. Riley und das ist Mr. Collins. Wir sind vom Intergalaktischen Sicherheitsdienst und hätten einige Fragen. Aber ich warne Sie, lügen Sie uns nicht wieder an. Von wegen Praxis. Was für Fragen? Zeigen Sie erstmal Ihren Ausweis. Hier, bitte. Ausgestellt im Jahre 2690. Soll das ein Witz sein? Ganz und gar nicht. Das zu erklären würde jetzt zu weit führen. Geben Sie uns jetzt einige Auskünfte oder sollen wir Sie zur Zentrale mitnehmen? Nein. Schon gut. Was wollen Sie wissen? Sie kennen die Stelle, wo damals das erste Aufeinandertreffen mit den Darts war? Ja, aber das ist doch... so oft schon alles untersucht worden. Das wissen wir. Mittlerweile sind aber neue Erkenntnisse aufgetaucht, sodass wir die Stelle noch einmal untersuchen müssen. Sehen Sie dort oben die beiden Berggipfel. Dazwischen liegt ein kleines Tal. Dort ist es passiert. Vielen Dank für die Auskunft. Auf Wiedersehen. Nichts für ungut. Jetzt muss ich aber wieder an meine Arbeit.
Nach was suchen wir eigentlich, Commander? Wenn ich das wüsste. Die Frage ist, ob wir überhaupt etwas finden, wenn das alles schon so oft untersucht wurde. Außerdem vergessen Sie nicht, das alles ist vor 600 Jahren passiert. Wie hat sich in der Zwischenzeit alles verändert? Die Bäume, die Büsche. Aber trotzdem sollten wir alles noch einmal genau absuchen. Das ist hier der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Autsch! So ein Mist! Was ist passiert, Collins? Sie bluten ja am Oberarm. Ich habe mich irgendwie an diesem Baum geschnitten. An einem Baum geschnitten? So scharfe Kanten kann das Ding doch gar nicht haben. Commander, schauen Sie sich das hier mal an. Was ist, Riley? Hier, in Schulterhöhe, ragt ein Stück Metall aus dem Baum heraus. Daran werde ich mich geschnitten haben. Merkwürdig. Ein Stück Metall in einem Baum? Hier steht etwas. Aber ich kann es nicht entziffern. Darf ich mal, Commander? Ich versuche es herauszulösen. Spacebar steht hier. Aber da ist noch mehr. Dalon, Spacebar Dalon. Dalon ist ein Planet, den kenne ich. Also eine Visitenkarte, aber aus Metall oder Blech? Und dazu noch in einem Baum? Verstehe ich nicht. Es geht noch weiter, hier steht noch mehr. VIP-Card und eine Nummer 063-8219. Commander? Stuart Jenkins. So, jetzt haben wir es. Aber da steht noch etwas. Ausgestellt am 04092391. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur, Commander. Spacebar Dalon, VIP-Card Nummer 063-8219, Commander Stuart Jenkins. Ausgestellt am 04.09.2391. Aber wie zum Teufel kommt das Ding in einen Baum? Ich habe da eine Vermutung. Bei dem Angriff auf die Darts muss diese VIP-Card, diesem Commander Jenkins, aus der Tasche ins Gras gefallen sein. Diese Art von Baum ist ein Karowinerbaum. Soviel ich von Botanik verstehe, wächst dieser Baum in 100 Jahren nur ca. 25 bis 30 Zentimeter. Ich vermute also, dass beim Wachsen des Baumes sich diese Karte nach und nach in den Baum verwachsen hat. Das könnte eine logische Erklärung sein. Und eine Spur auf einen der möglichen Mörder der Dartpriester. Das Ausstellungsdatum dieser VIP-Card liegt ein Jahr vor dem Überfall. Jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Namen der Mörder. Der nächste Schritt, wir müssen nach Dalon. Dann nichts wie los. Nicht so schnell, Mr. Collins. Ich überlege gerade, wie wir nach Dalon kommen. Wie wär's mit unserem Schiff? Ich meine, wie wir ungesehen nach Dalon kommen. Der Planet liegt am Rande des Zentrums unserer Galaxie. Was meinen Sie, wie viele Patrouillenschiffen wir auf dem Weg dorthin begegnen werden? Die Schiffs-ID-Kennung. An die hätte ich überhaupt nicht gedacht. Admiral Teto musste das Schiff als gestohlen melden. Das heißt, im gesamten Universum steht es auf der Fahndungsliste. Und was können wir jetzt machen? Woher sollen wir ein anderes Schiff bekommen? Ich hätte da vielleicht eine Idee. In meiner Zeit gab es auf dem Planeten Kronos am Rande des Niemandslandes eine berüchtigte Piratenbasis. Dort blühte der Schmuggel, dort wurden illegale Waffengeschäfte getätigt. Und vielleicht kann man an so einem Ort auch ein Raumschiff bekommen, falls in dieser Zeit die Basis schon existiert. Waren Sie schon einmal auf Kronos? Nein, aber ich habe die Berichte über unsere Razzien dort gelesen. Muss ziemlich übel dort sein. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Also, auf nach Kronos. Commander, gestatten Sie mir noch einen Hinweis? Was gibt es denn, Riley? Sollten Sie auf Kronos noch einmal Ihren Sicherheitsausweis zeigen, halten Sie bitte Ihren Daumen auf das Ausstellungsdatum. Es könnte uns viele Fragen ersparen. Vielen Dank für den Hinweis, Riley. Ich werde ihn beherzigen. Aber glauben Sie mir, auf Kronos werde ich diesen Ausweis ums Verrecken nicht zeigen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Also, meine Herren, auf ins Piratennest.
Wir haben verdammtes Glück gehabt, dass es dieses Piratennest zu dieser Zeit schon gibt. Das stimmt, aber wie bekommen wir jetzt heraus, wer unser Schiff kaufen würde oder wer ein anderes für uns hat? Ich werde mich mal umhören, Commander. Gut, tun Sie das. Riley, Sie haben ja gar nichts zu trinken. Diesen malexinischen Brandy sollten Sie mal unbedingt probieren. Bestimmt illegal gebrannt. Schmeckt besser als das Original. Vielen Dank, Commander. Aber Sie wissen doch... Ja, ja. Sie rühren ja keinen Alkohol an. Dann genießen Sie es wenigstens hier. Im Moment gehören wir ja nicht mehr zur Sternenflotte. Ein schönes Genießen. Kriminelle, die gesucht werden. Mit einem gestohlenen Schiff. Ach, Riley, kommen Sie. Seien Sie doch nicht so ein Spielverderber. Commander, ich glaube, ich habe da jemanden gefunden, der sich für unser Schiff interessiert. Der Kerl, da hinten, in der Ecke. Prima. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Kommen Sie, Riley? Ich komme gleich nach, Commander. Ich werde mich noch etwas umsehen. Und genießen. Gut, tun Sie das. Und viel Spaß. Kommen Sie, Collins. McLean, ich sage es Ihnen noch einmal. Das Risiko ist zu groß. Ein gestohlenes Schiff? Oder für wollen Sie einen Raubjäger? Das ist lachhaft. Denken Sie doch an die Spezialausrüstung an Bord. Langstreckenscanner. Ja, ja, das haben Sie mir schon alles mehrfach aufgezählt. Aber Sie haben doch bestimmt die Möglichkeit, was an der ID-Kennung zu, sagen wir mal, modifizieren? Ja, natürlich. Aber das ist nicht gerade billig. Und wenn ich Ihnen als Tauscher einen Raubjäger dafür überlassen soll, dann mache ich einen enormen Verlust. Lassen Sie sich nicht von ihm aufs Kreuz legen, Commander. Lutex war schon immer ein Halsabschneider. Das versucht er aber gerade, Riley. Riley? King Riley? Sie leben? Wie Sie sehen, Lutex. Ich bin auch erstaunt, Sie hier zu sehen. Aber wie ist das möglich? Sie sind ja gar nicht gealtert. Moment. Sie sind... Don Lutex. Der Sohn von Larvos Lutex. Aber Sie haben mich gleich erkannt. Aber Sie sind nicht gealtert. Wie der Vater, so der Sohn. Sie sind also in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten. Egal. Es freut mich einfach, dass noch mehr Dedolaner überlebt haben. Übrigens, das sind meine Freunde, McLean und Colin. Ah, so ist das. Also, meine Herren, wir können hier noch einmal darüber reden. Sie irgendwelche Tricks versuchen sollten. Aber King Riley... Ihre Freunde sind auch meine Freunde. Das war bei meinem Vater schon so und bei mir auch. Natürlich bekommen Ihre Freunde das beste Schiff, was ich auftragen kann. Und wann können wir damit rechnen? Bis morgen Abend bräuchte ich wohl. Übrigens, falls es Sie interessiert, King Riley, es gibt noch mehr Überlebende, die Lulana. Sie werden sich freuen, wenn ich Ihnen berichte, dass Sie leben. Sie werden überhaupt nichts berichten, Lutex. Wir sind in einer strengen geheimen Mission unterwegs. Und, bevor ich es vergesse, außer dem Schiff benötige ich noch etwas. Aber King Riley, Sie wollen mich doch nicht wirklich ruinieren. Noch etwas außer dem Schiff? Keine Angst, wir benötigen nur noch einige Informationen. Sie kennen das Vermächtnis von Tom Tae? Nein, was soll das sein? Der, sagen wir, wertvolle Schatz, der den Darts vor circa 600 Jahren auf Maron gestohlen wurde? Ach, den! Ja, von dem habe ich gehört. Mit dem wollen Sie wohl wieder unser Imperium aufbauen. Aber das können Sie vergessen. Warum? Was wissen Sie darüber? Eigentlich nicht viel. Das heißt, so erzählt man, dass Angehörige der menschlichen Raumflotte vor vielen Jahrhunderten dieses kostbare Relikt den Darts abgenommen haben. So viel ich weiß, ist das kostbare Relikt vor ca. 400 Jahren wieder kurzfristig auf, aber seitdem fehlt jede Spur. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, King Riley. Versuchen Sie bis morgen Abend, alles darüber in Erfahrung zu bringen. Alles. Jede Kleinigkeit könnte wichtig sein. Ach so, noch etwas. In dem Zusammenhang erkundigen Sie sich bitte nach einem gewissen Commander Stuart Jenkins. Er lebte vor ca. 600 Jahren und hat eventuell mit dem Verschwinden des Reliktes zu tun. Wie Sie wünschen, King Ryan. Ich werde jetzt alles organisieren. Wir sehen uns morgen Abend. Freut mich, dass Sie leben. Verschwinden Sie jetzt, Lutex. Und keine Tricks.
Der Commander ist aber ganz schön lange weg. Er inspiziert das Schiff, das wir von Lutex bekommen haben. Sie kannten den Vater von Lutex? Ja, damals von Daedalus. Er war damals das, was wir heute sind. Sie meinen, er war ein Krimineller. Aber bei uns liegt der Fall ja wohl ein bisschen anders. Ah, Commander, wir haben schon auf Sie gewartet. Und, erzählen Sie, wie ist das Schiff, das wir bekommen haben? Wenn uns Lutex mit der ID-Kennung nicht betrogen hat, glaube ich, haben wir einen guten Fang gemacht. Es ist ein Langstreckenjäger mit Platz für 6 Besatzungsmitglieder, beziehungsweise auch Passagiere. Ausgerüstet mit Photonentorpedos, Phaserbank und 8-fachem Warpantrieb, sowie einem Energieschutzschild. Und es hat einen Namen, Eagle One. Hat sich Lutex übrigens schon gemeldet? Nein, aber das mit dem Schiff hört sich doch gut an. Sobald Lutex hier war, starten wir. Kommen Sie rein, Lutex. Guten Abend, King Riley, meine Herren. Und? Was haben Sie uns zu berichten? Alles, was ich in Erfahrung bringen konnte, und das ist nicht besonders viel, ist, dass dieser Stuart Jenkins definitiv an diesem Überfall beteiligt war. Seine Nachfahren sollen auf dem Planeten Dalon leben. Er war übrigens ein Mitarbeiter der intergalaktischen Kampf- und Sicherheitsgruppe. Der Schatz, oder wenn Sie wollen, auch das Relikt der Darts, tauchte vor ca. 400 Jahren auf dem Planeten Reltor auf. Dort soll es zum Verkauf angeboten worden sein. Wurde dann aber wohl von den Angehörigen der menschlichen Raumflotte wieder in Besitz genommen. Seitdem fehlt jede Spur. Mehr konnte ich nicht in Erfahrung. In Ordnung, Lutex. Danke für Ihre Auskunft. So, meine Herren, es wird Zeit aufzubrechen. Und, sind Sie zufrieden mit dem Schiff, Commander? Ich frage mich noch immer, wo der Haken bei der Sache ist, denn das Schiff ist erstklassig. Ich glaube, es gibt keinen Haken. Lutex würde es nicht wagen, seinen ehemaligen König zu betrügen. Dafür hat er zu viel Respekt. Commander, ein Schiff nähert sich uns. Es ist auf direkten Abfangkurs. Können Sie es identifizieren? Noch nicht genau. Moment, das Schiff meldet sich. Hier automatisches Patrouillenboot PB9. Bitte übermitteln Sie Ihre ID-Kennung. Ende. Jetzt kommt es drauf an. Ich bin mal gespannt. Hier ist der Raumschiff Eagle One. Ich sende ID-Kennung. Ende. Los. ID-Kennung gesendet. Soll ich das Schiff schon mal gefechtsbereit machen, falls die Kennung falsch ist? Um Gottes Willen, nein, Collins. Wenn die Sensoren auf dem Patrouillenboot das erkennen, sind wir geliefert. Hier automatisches Patrouillenboot PB9. ID-Kennung positiv. Guten Flug. Ende. Alles andere hätte mich auch gewundert. Dann haben wir jetzt freie Flugbahn nach Dalon. Wie lange benötigen wir noch, Collins? In exakt 4 Stunden und 32 Minuten sind wir da, Commander. Hier, Commander. Hier muss es sein. Die Adresse stimmt. Aber der Name nicht. Der Besitzer wird in der langen Zeit sicherlich öfter gewechselt haben. Egal, wir gehen jetzt da rein und versuchen unser Glück. Entschuldigen Sie, meine Herren, wir haben noch geschlossen. Bitte kommen Sie in 5 Stunden wieder. Wir sind keine Gäste, wir möchten den Besitzer sprechen. Mr. Costa, hier möchte Sie jemand sprechen. Ich komme. Wir kommen vom Galaktischen Sicherheitsdienst. Hier mein Ausweis. Commander, der Daumen. Nicht schon wieder. Ihr wisst doch, ich mache keine krummen Geschäfte mehr. Letzte Woche, da kannte ich nicht zu. Ich kann doch nicht jeden Gast überprüfen. Stopp, halten Sie mal die Luft an, deswegen kommen wir gar nicht. Nein, weswegen sind Sie dann hier? Wir würden gerne einen Blick in Ihren Computer werfen. Mehr nicht? Mehr nicht. Wir brauchen nur eine Auskunft. Früher hieß dieser Laden doch Spacebar, oder? Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Früher wurden an Stammkunden VIP-Karten ausgegeben. Ist dieses Verzeichnis noch zufällig in Ihrem Computer gespeichert? Das weiß ich nicht. Hier steht er. Schauen Sie doch nach. Danke. Wenn wir noch etwas benötigen, rufen wir Sie. So, Collins, schauen Sie mal nach. Mal sehen. Stuart Jenkins. Wie war die Kartennummer nochmal? 0638219. Ihr Gedächtnis möchte ich haben, Riley. Hier haben wir es. Aha.
Seine Adresse, seine alte Adresse. Woodlands Farm. Hier ist die Wegbeschreibung. Dann nichts wie hin, mal sehen, ob noch Nachfahren von Ihnen dort wohnen. Danke, Mr. Costa. Nichts für ungut. Ewig diese Schnüffler. Die ruinieren noch mein ganzes Geschäft. Vielleicht sollten Sie den Planeten wechseln. Na, wer schimpft denn hier so laut? Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich öffne erst heute Abend. Ich bin General Van Dyke vom Intergalaktischen Sicherheitsdienst. Sag mal, was habe ich euch eigentlich getan? Vor noch nicht mal einer Minute sind schon drei von eurem Verein gerade erst gegangen und jetzt schon wieder der Sicherheitsdienst? Deswegen bin ich hier. Was wollten die drei? Sie haben nach irgendwelchen alten VIP-Karten der alten Spacebar gesucht. So hieß der Laden hier ganz am Anfang. Danach haben sie also gesucht. Vielen Dank, das war schon alles. Ich hoffe, dass ich jetzt vor euch endlich Ruhe habe. Wenigstens für heute. Hier General Van Dyke, an alle. Jenkins, Woodland Farm. Veranlassen Sie alles Nötige. Ende. Sehr idyllisch hier draußen. War das nicht schon immer Ihr Wunsch, Commander? Eine Farm? Ruhig und abgelegen? Im Moment haben wir Wichtigeres zu erledigen. Über den Rest denke ich später mal nach. Commander, die Tür ist auf. Ich hoffe, die Nachfahren von diesem Jenkins können uns irgendeine brauchbare Information geben. Hallo? Ist hier jemand? Scheint keiner da zu sein. Aber das Vieh auf der Weide, die können nicht weit weg sein. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo, ist hier jemand? Keiner zu Hause? Commander, sehen Sie? Der Kaffee auf dem Tisch. Er dampft noch. Und ist noch heiß. Es muss also jemand hier sein. Hallo, ist denn hier niemand? Riley, schauen Sie mal in den anderen Räumen nach. Merkwürdig. Heißer Kaffee in der Tasse, das Vieh auf der Weide, aber keiner da. Commander, kommen Sie schnell her. Hier, schauen Sie. Mein Gott, wer tut sowas? Getötet durch Phaserschüsse. Aus nächster Nähe. Sogar zwei Kinder. Unglaublich. Die Körper sind noch ganz warm. Ich schätze mal, das ist vor vielleicht 10 bis 15 Minuten passiert. Wer bringt Kinder um? Warum? Wer tut sowas? Trotz allem. Ich glaube, wir haben da in ein Wespennest gestochen. Was wollen Sie damit sagen, Commander? Ach, ist so eine alte menschliche Redensart, Riley. Was sollen wir tun? Den Mord melden oder sie einfach beerdigen? Gute Frage. Wenn wir es melden, könnte man eventuell uns als Täter verdächtigen. Das würde uns für Tage, wenn nicht sogar für Wochen zurückwerfen. Lasst sie uns beerdigen. Und dann? Wie geht es dann weiter? Es gab nur eine Person, die wusste, dass wir nach Jenkins gesucht haben. Dieser Barbesitzer, dieser Costa. Genau. Und den werden wir uns jetzt vorknöpfen. Hallo? Costa, sind Sie hier? Was gibt's? Ach, Sie schon wieder. Was gibt es denn jetzt noch? Wer hat sich heute Vormittag nach uns erkundigt, nachdem wir weg waren? Niemand. Warum fragen Sie? Wir sind nicht zu Späßen oder Ratespielen aufgelegt, Costa. Ich frage Sie noch einmal. Wer hat sich nach uns erkundigt? Ich sagte doch schon, niemand hat nach Ihnen gefragt. Entweder Sie sagen uns jetzt die Wahrheit oder ich muss zu anderen Mitteln greifen. Wieso drohen Sie mir? Ich sage doch die Wahrheit. Wenn Sie nicht reden wollen, dann eben auf diese Tour. Schon gut. Sie waren gerade weg. Da. Hat jemand gefragt, was Sie hier gesucht haben? Wer hat nach uns gefragt?
Eine Frau! Ein General! General von Dijk! Auch vom intergalaktischen Sicherheitsdienst? Ja, das müssen Sie doch wissen! Ihr eigener... Oh, Verein! Sie hat in den Computer geschaut und hat dann irgendwas durchgegeben. Was hat sie durchgegeben? Reden Sie! Ich habe nicht alles verstanden. Nur irgendwas von Woodlands Farm. Und das hat man alles veranlassen sollen. Mehr nicht? Das war alles? Das war alles. Ich schwöre Ihnen, ich weiß nicht mehr. Gut, warum denn nicht gleich so? Irgendwelche Vorschläge, meine Herren? So viel steht fest. Man ist uns auf der Spur. Ich habe so das Gefühl, das alles nimmt Dimensionen an, die wir nicht mehr überblicken können. Da gebe ich Ihnen recht, Collins. Hat irgendjemand einen konstruktiven Vorschlag, wie wir jetzt weiter vorgehen sollen? Fest steht, dass uns irgendjemand mit allen Mitteln daran hindern will, hinter das Geheimnis zu kommen. Die Frage ist, wenn dieses Vermächtnis so wertvoll ist, dass sogar vor Mord auch an Kindern nicht zurückgeschreckt wird, wo versteckt man dann so einen Schatz? Ich vermute mal da, wo man ihn jederzeit unter Kontrolle hat. Und wo soll das nach Ihrer Meinung sein? In der Zentrale des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes. Im Alpha Centauri. Das vermute ich auch. Es wird keinen großen Zweck haben, hier jetzt die Spur weiter zu verfolgen. Das heißt, Sie spielen mit dem Gedanken ins Alpha Centauri. Aber... Ich glaube, er hat recht, Collins. Ich vermute auch, dass die Spur über kurz oder lang uns dorthin führen wird. Aber wie sollen wir es bis dorthin schaffen? Wenn Sie uns auf der Spur sind, wissen Sie, mit welchem Schiff wir fliegen. Und haben unsere ID-Kennung. Vielleicht können wir ja als Passagiere auf einem anderen Schiff ins Alpha Centauri kommen. Die Idee ist gar nicht so schlecht, Riley. Aber ich traue mittlerweile nichts und niemandem mehr auf diesem Planeten. Wenn wir Ihre Idee in die Tat umsetzen, dann nur als blinde Passagiere. Und was wird aus unserem Schiff? Das fliegt Riley allein zurück nach Maron. Wenn Sie uns auf der Spur sind, wird sie Riley auf eine völlig falsche Fährte locken. Ich werde mich jetzt erstmal nach einem Transportschiff umsehen. Wir treffen uns dann in Costas Bar. Ich glaube, wir haben Glück. In 6 Stunden fliegt ein Transportschiff direkt nach Tristan. Tristan? Was wollen Sie denn dort? Ich denke, wir fliegen jetzt Alpha Centauri. Das können Sie ja nicht wissen. Tristan ist der Sitz des Intergalaktischen Sicherheitsdienstes im Alpha Centauri. Er ist schwer bewacht und nur für Mitarbeiter und Angehörige des ISD zugänglich. Dann fliegen Sie sozusagen in die Höhle des Löwen? Oh, Riley, wieder ein neues irdisches Sprichwort, was Sie gelernt haben? Ja, Commander. Sie stecken ja voller Sprichwörter. Da habe ich bestimmt noch einiges zu lernen. Wenn Sie also mit Collins nach Tristan fliegen, lenke ich die Spur unserer Verfolger nach Maron. Aber wie treffen wir uns wieder? Wenn wir Erfolg haben sollten auf Tristan, folgen wir ihnen nach Maron. Da wird uns schon was einfallen. Und sollten sie keinen Erfolg haben? Oder man schnappt sie? Dann werden wir uns nicht auf Maron treffen, sondern vielleicht überhaupt nicht mehr. Sollte ich von ihnen innerhalb von 10 Tagen nichts mehr hören, werde ich sie auf Tristan suchen. Das lassen Sie schön bleiben. Tristan gleicht einer Festung, schwer bewacht. Da kommt man nicht so einfach rein oder raus. Aber Sie versuchen es doch auch. Warum sollte es Ihnen eher gelingen als mir? Weil ich schon öfter während meiner aktiven Zeit auf Tristan war und ich die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen kenne. Lassen Sie es bleiben, Riley, man wird sich schnappen. So, ich glaube, jetzt ist alles besprochen. Wir brechen jetzt nach Tristan auf und Sie, Riley, nach Maron. Wenn Sie merken, dass Sie verfolgt werden, versuchen Sie nicht, das Schiff abzuschütteln. Sie sollen sich ruhig an Ihre Fährte hängen. Viel Glück, Commander. Und ich hoffe, ich sehe Sie beide auf Maron wieder. Das hoffe ich auch, Riley. Da ist das Schiff nach Tristan. In einem günstigen Moment gehen wir an Bord. Sie sind immer noch am Verladen. Haben wir noch Zeit? In 20 Minuten soll das Schiff planmäßig starten. Bitte Stufe 4. Countdown minus 320. Da, schauen Sie, Commander.
Dutzend Leute in Uniform. Das sind doch Uniformen vom Sicherheitsdienst. Ob die uns schon suchen? Das glaube ich nicht. Das Schiff wird auch Personen nach Tristan befördern. Sie schließen die Luke. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt schnellstens an Bord kommen. Die Hangarklappe ist noch geöffnet. Los jetzt, die Gelegenheit ist günstig. Los, Collins, helfen Sie mir mal. Warum versuchen Sie, die Bodenklappe zu öffnen? Weil wir da rein müssen. Wenn wir auf Tristan landen, wird das Schiff von Sicherheitsbeamten durchsucht. Oder haben Sie Platzangst? Nein, Commander. Da mal los. Wie jetzt weiter, Commander? Lassen Sie mich überlegen. Es hat sich alles so verändert. Das Gebäude kommt mir so fremd vor. Aber ich dachte, Sie waren schon öfter hier. Collins, das ist schon fast 100 Jahre her. Ach ja, ich vergaß, Commander. Irgendwo war hier früher ein Infoterminal. Schauen Sie mal hier runter, Commander. Hier in die Halle. Da. Das könnte so etwas sein. Wo? Ach ja. Das ist ein Infoterminal. Aber da sind so viele Leute, da kommen wir nicht unbemerkt ran. Und außerdem... Collins? Collins, wo sind Sie? Commander, kommen Sie her. Ich habe etwas entdeckt. Was haben Sie entdeckt, Collins? Schauen Sie, was hier in der Tür steht. Notstromaggregat, ja und? Wie soll uns das weiterhelfen? Wo ein Notstromaggregat ist, ist meistens auch ein Lageplan, um die ausgefallenen Stationen zu sichten und zu überprüfen. Und wie kommen wir da rein? Versuchen wir es mal. Passen Sie auf, dass keiner kommt. Commander, kommen Sie. Wie haben Sie das geschafft, Collins? Vor meiner Tätigkeit bei der Raumflotte war ich Computerspezialist. Und vergessen Sie nicht, ich bin eigentlich noch gar nicht geboren. Das ist also ziemlich antik für mich. Großartig. Hier hängt der Lageplan. Mal sehen... Bis zum Ende des Korridors, dann eine Etage tiefer, durch die große Halle, linker Gang bis zum Ende. Das ist ein verdammt weiter Weg. Ungesehen kommen wir da nicht hin. Jedenfalls nicht ohne Uniform des Sicherheitsdienstes. Da gebe ich Ihnen recht. Also, erster Schritt, zwei Uniformen organisieren. Und wie sollen wir an zwei Uniformen herankommen? Öffnen Sie die Türeinspalte und beobachten Sie den Gang. Wenn jemand kommt, geben Sie Bescheid. Und dann locken wir denjenigen hier herein. Genau. Und werden uns die Uniform kurzfristig ausborgen. Commander, da kommen zwei Sicherheitsbeamte. Wenn Sie kurz vor der Tür sind, geben Sie mir ein Zeichen. Jetzt. Hilfe! Hilfe! Ziehen Sie Ihnen die Uniform aus. Ich hoffe, Sie passen uns. Commander, hier drüben ist noch ein Nebenraum. Wir sollten die beiden darin einsperren. Ich schließe dann die Türsicherung kurz und dann können Sie nicht mehr raus. Tun Sie das und beeilen Sie sich.
Gut, dass die Uniformen so gut passen. Wir sind nicht aufgefallen. Hier ist die Computerzentrale. Dann werde ich mich mal wieder an der Türsicherung zu schaffen machen. Moment, warten Sie. Dafür trägt jeder hier einen Codeschlüssel. Mal sehen, ob dieser hier auch für die Computerzentrale gültig ist. Glück gehabt. So, und jetzt sollten wir zusehen, dass wir die Datenbank anzapfen. Dann gehen Sie mal auf... Moment, nicht so schnell. Ich muss mich erstmal einloggen und das dazugehörige Passwort finden. Und? Kommen Sie rein? Ich werde mich mal in einen Computer hier in diesem Gebäude reinhacken. Mal sehen, ob ich an das Passwort komme. Bingo. Hier ist das Passwort. Und nach was soll ich jetzt suchen? Geben Sie mal den Begriff Maron ein. Mist. IGAD-Sicherheitscode eingeben. Können Sie den nicht knacken? Commander, lassen Sie mich mal kurz zählen. 16, 32, 36... Commander, 42 Stellen. Das ist nicht zu schaffen. Jedenfalls nicht in unserer begrenzten Zeit. Dann versuchen Sie es mal mit Commander Stuart Jenkins. Hier sind drei Stuart Jenkins. Gehen Sie die dreimal durch. Hier, Stuart Jenkins. Derzeitiger Dienstort... Ach, das ist der falsche. Stuart Jenkins. Ja, für weitere Informationen IGAD-Sicherheitscode eingeben. Ich habe das Gefühl, so kommen wir nicht weiter. Da haben Sie recht, aber es zeigt, dass wir auf der richtigen Spur sind. Alles, was im Zusammenhang mit Maron steht, ist top secret. Da kommen wir nicht rein. Und das bedeutet? Erst einmal weg von hier. Wir werden versuchen, Riley zu finden. Und das bedeutet, dass hier unsere Suche wohl zu Ende ist. Wie recht Sie doch haben, Commander McLean. Ihre Suche ist hier zu Ende. Sie sind festgenommen. Sie auch, Mr. Collins. Abführen. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht, McLean. Sie setzen Ihre ganze Karriere aufs Spiel, nur wegen einem wertvollen Metall. Ist Ihr Hunger nach Reichtum so groß, dass Sie sogar hier in die Zentrale einbrechen, um diesen Schatz zu stehlen? Stehlen? Wer hat denn was von Stehlen gesagt? Dieser Schatz, wie Sie es nennen, wurde den Darts gestohlen. Von Angehörigen des Sicherheitsdienstes. Und daraus resultiert ja auch der Krieg mit den Darts. Ich wollte den Darts nur ihr rechtmäßiges Eigentum zurückgeben. Wie edel von Ihnen. Seien Sie doch ehrlich. Auch Ihnen ging es doch nur um das wertvolle Metall. Sie haben überhaupt keine Ahnung, General. Seitdem bekannt geworden ist, dass ich nach dem Vermächtnis von Tom Tae suche, wird alles unternommen, um mich daran zu hindern. Sogar vom Mord an unschuldigen Kindern wird dabei nicht zurückgeschreckt. Warum, frage ich Sie, warum? Ich will den wahren Grund wissen, warum Sie hinter dem sogenannten Vermächtnis von Tom Tae her sind. Aber den habe ich Ihnen doch gerade genannt. Ach ja, Admiral Teto erwähnte, dass Sie so etwas geäußert haben und daraufhin die Mission abgebrochen haben. Er ist übrigens auf dem Weg hierhin. Vielleicht kann man ja dann den Sachverhalt klären. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob die Darts mit mir telepathisch verbunden waren. Ach, hören Sie doch auf mit dem Quatsch, McLean. Auf jeden Fall kenne ich das Geheimnis um das Vermächtnis von Tom Tae. Da Sie uns ja mit allen Mitteln daran hindern wollen, es zu finden, muss Ihnen an dem Krieg mit den Darts ja viel liegen. Ich nehme an, Sie alle verdienen an diesem Krieg viel Geld. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Das ist doch völliger Quatsch, McLean. An diesem Krieg verdienen? Das ist doch lächerlich. Wir alle wären heilfroh, wenn das alles endlich zu Ende wäre. Ich habe so das Gefühl, Sie kennen die Bedeutung des Vermächtnisses von Tom Tae nicht. Sonst würden Sie nicht so reagieren. Aber Sie, der einfache Commander, Sie kennen es? Ja, ich kenne es. Und wenn Sie wirklich möchten, dass der Krieg mit den Darts beendet wird, geben Sie das Vermächtnis von Tom Tae an die Darts zurück. Das ist nicht so einfach, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Denn auch wir sind bestrebt, diesen Krieg zu beenden. Also, wir tauschen unsere Informationen aus. Mal sehen, ob wir dann einen Schritt weiterkommen. Allerdings sind meine Informationen top secret. Ich darf sie Ihnen nicht mitteilen. Schon verstanden. Unterbrechen Sie mich einfach, wenn ich mich irre. Also, im Jahre 2392 wurde auf dem Planeten Maron ein wertvoller Schatz, das Vermächtnis von Tom Tae den Darts, gestohlen. Von Angehörigen der Raumflotte. Keine Einwände? Gut, also weiter. Dieser Diebstahl und die Ermordung der Dartpriester führte zu dem jetzt seit mehreren Jahrhunderten dauernden Krieg. Gut. Das Vermächtnis wurde
ins Alpha Centauri gebracht. Sie erzählen und erzählen. All das, was wir beide wohl schon wissen. Ich frage Sie, warum sollten die Daats wegen ein bisschen wertvollen Metall einen Krieg beginnen? Ich dachte, wir wären uns einig, dass Sie auch Ihre Informationen preisgeben. Ich bin ziemlich sicher, auch jetzt nach Ihrer Aussage wieder, dass Sie den wahren Grund des Konflikts gar nicht kennen. Der Grund des Krieges ist nicht das Metall, für uns vielleicht sehr wertvoll, für die Daats eher nicht. Der Grund des Krieges sind die Inschriften auf den Tafeln. Sie sind das Vermächtnis von Tomtae und beinhalten das religiöse Vermächtnis der Daats. Die einzigen, die die Schrifttafeln auswendig kannten, waren die vier auserwählten Priester, die auf Maron von unseren Leuten umgebracht wurden. Die Daats wollten nur ihre Schrifttafeln zurück, damit sie wieder einen Glauben haben, mehr nicht. Ich bin mir sicher, die Rückgabe der Tafeln und eine Entschuldigung unsererseits würde zum Frieden führen. Warum sagen Sie nichts, General? Sie können mir ruhig glauben. Ich weiß nicht, wie die Informationen in meinen Kopf gelangten, aber ich weiß, dass sie der Wahrheit entsprechen. General, was ist los? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wenn das alles so stimmt, wie Sie es berichtet haben, dann haben wir ein Problem. Das Vermächtnis von Tomtae gibt es in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Was soll das heißen, in seiner ursprünglichen Form? Wenn das wirklich religiöse Relikte waren, tja, es ist alles eingeschmolzen und verkauft worden. Eingeschmolzen und verkauft? Ich erzähle Ihnen, wie es sich damals zugetragen hat. Also, als die Beamten des IGAD damals auf dem Planeten Maron landeten und die fremden Wesen sahen. Gehen Sie dort hinein. Commander, schön Sie zu sehen. Alles in Ordnung? Es ist gar nichts in Ordnung. Was soll das heißen? Wir waren komplett auf der richtigen Spur, aber es war alles umsonst. Wieso alles umsonst? Erzählen Sie. General Van Dijk hat mir die gesamte Geschichte erzählt. Alles, alles, was in den geheimen Akten steht. Es waren vier Beamte des Galaktischen Sicherheitsdienstes, die durch Zufall auf Maron auf die Daats gestoßen sind. Sie haben die heiligen Tafeln gesehen und die Gier nach dem edlen Metall hat sie dann dazu veranlasst, sie zu stehlen und die Daatpriester umzubringen. Anschließend verschwanden sie mit unbekanntem Ziel. Sie sind also untergetaucht? Genau. Über ihren weiteren Verbleib ist nichts bekannt. Wie Lutek schon erwähnte, tauchte der sogenannte Schatz vor ca. 400 Jahren noch einmal auf und wurde zum Verkauf angeboten. Der Sicherheitsdienst bekam Wind von der Sache und eignete sich das alles erneut an, weil sie meinten, wenn schon Angehörige des Sicherheitsdienstes das Vermächtnis von Tomtae gestohlen haben, dann liegen die Eigentumsrechte bei ihnen. Unglaublich. Da fehlen mir die Worte. Es kommt noch dicker, Collins. Die großen Tafeln wurden anschließend alle eingeschmolzen und in handtellergroße Einheiten neu gepresst. Davon wurden dann Piraten und Söldner engagiert, um terroristische Aktionen gegen die Daats zu unternehmen, damit der Sicherheitsdienst sich nicht die Hände schmutzig machen musste. Das ist ja unglaublich. Sie sagten gerade eingeschmolzen? Das bedeutet... Das bedeutet, dass all die Schriftzeichen auf den Tafeln völlig ignoriert wurden und seit gut 400 Jahren vernichtet sind. Mit anderen Worten, es gibt kein Vermächtnis von Tomtae mehr. Dann war unsere ganze Aktion völlig umsonst? Genau so ist es. Das hätten wir uns alles sparen können. Wir wären nicht eingesperrt, wir würden vielleicht auf Ruga leben. Alles umsonst. Und was wird nun aus uns? Haben Sie irgendwas gehört? Nein, gehört habe ich nichts, außer dass Admiral Teto hier noch zur Befragung erwartet wird. Sie wurden doch bestimmt auch verhört. Haben Sie von ihm... Nein, kein Sterbenswörtchen. Haben Sie denn eine Vermutung, was mit uns passieren könnte? Wir wissen zu viel. Wir wissen, dass der Geheimdienst jede Menge Dreck am Stecken hat und der Krieg mit den Daats auf deren Konto geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns einfach so laufen lassen. Und was ist mit Riley? Er wurde überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, ich vermute es mal, dass sie ihn noch nicht geschnappt haben. Unsere Situation ist ziemlich aussichtslos. Admiral! Commander, Mr. Collins, ich bin hier, um Ihnen einige Neuigkeiten zu verkünden. Ich hoffe, es sind nicht nur schlechte. Nein. Wir haben mit dem obersten Führungsstab stundenlang diskutiert und sind zu einem Ergebnis gekommen. Also, da die Aktion, das Wurmloch zu zerstören, nicht offiziell war, können wir Sie und Ihre Mannschaft nicht dafür verantwortlich machen, dass Sie die Aktion abgebrochen haben. Das ist ja schon mal beruhigend. Aber für die Suche nach dem Vermächtnis von Tomtae, dafür wollen Sie uns belangen.
Auch nicht direkt. Gut, ich gebe zu, da ist vieles nicht korrekt gelaufen und es wurden Fehler gemacht. Die Ermordung von Kindern nennen Sie nur einen Fehler? Lassen Sie mich bitte ausreden, Commander. Normalerweise wissen Sie zu viel. Sie und Ihre Crew. Normalerweise würde man Sie aus dem Verkehr ziehen. Sie sagen immer normalerweise. Was soll denn jetzt tatsächlich mit uns geschehen? Der Commander kann, wenn er möchte, beim intergalaktischen Sicherheitsdienst bleiben. Allerdings mit zwei Einschränkungen. Erstens, er wird auf Ruga seinen Dienst verrichten und zweitens, das geschieht nicht in dem normalen Dienst. Außerdem müssen Sie sich zu vollkommenem Stillschweigen verpflichten über all das, was mit dem Vermächtnis von Tom Tae zu tun hat. Das ist mir schon klar, dass ich darüber kein Wort verlieren darf. Aber was meinen Sie mit dem nicht normalen Dienst? Damit meinen wir Spezialaufgaben, Sondereinsätze. Sehen Sie es als Strafexpedition in Eigenverantwortung. Sie haben Zeit bis morgen früh, es sich zu überlegen. Und wenn ich ablehne? Das können Sie natürlich, überhaupt kein Problem. Dann werden Sie vom Rang des Commanders enthoben und aus der Raumflotte ausgeschlossen. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie dann als Privatperson über all diese Ereignisse berichten können. Das wird dann als schwerwiegendes Verbrechen gegen die innere Sicherheit gewertet werden. Also habe ich gar keine andere Wahl. Und was ist mit Collins und Riley? Wenn Mr. Collins in Ihrem Team mitmachen möchte, haben wir nichts dagegen. Was King Riley betrifft, kann ich nichts sagen. Er hat uns mit seinem Ablenkungsmanöver zwar in die Irre geführt, aber auf Maron hat sich seine Spur verloren. Er ist nach wie vor unauffindbar. Um 8.20 Uhr morgen früh startet die Fähre nach Ruga. Wenn Sie unseren Vorschlag annehmen, seien Sie an Bord. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tja, ich weiß nicht, wie Sie sich entscheiden werden, Commander. Aber ich würde gerne in Ihrem Team dabei sein. Und Riley bestimmt auch. Danke, Collins. Ich bin aber in einer ziemlichen Zwickmühle. Egal für welche Seite ich mich entscheide, die Wahrheit wird nie ans Licht kommen. Es wird weiterhin vertuscht werden, wie viel Dreck der Geheimdienst am Stecken hat. Und ich bin ein Teil dieses Drecks. Aber wie der General schon sagte, als Privatperson können Sie auch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Sie würden sofort verhaftet werden. Wählen Sie nach meiner Meinung das kleinere Übel. Ich glaube, wir drei würden ein gutes Team abgeben. Erstmal müssen wir Riley finden. Er weiß ja gar nicht, was hier in der Zwischenzeit passiert ist und wird sich gut verstecken. Unsere erste Aufgabe wird es sein, ihn auf Maron zu finden. Startbasis 4. Passagiere nach Ruga. Boarding in 2 Minuten. Startbasis 1. Passagiere nach Trilux. Boarding in 10 Minuten. Guten Morgen, Commander. Gut geschlafen? So gut wie gar nicht. Es ist mir unbeschreiblich viel durch den Kopf gegangen. Aber es nützt ja nichts. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das Beste aus der Situation zu machen. Wie ich Ihnen gestern schon sagte, ich bin dabei. Denn seit ich Sie und Riley kenne, ist mein Leben keine Sekunde mehr langweilig. Achtung! Passagiere nach Ruga. Bitte begeben Sie sich in Check-in Zone 4. Boarding in 1 Minute. Tja, dann wollen wir mal. Eine Durchsage für Startbasis 7. Die Ankunft der Fähre von Guran verzögert sich durch einen Magnetsturm um mehrere Stunden. Guten Morgen, Commander. Mr. Collins, ich sehe, Sie nehmen unser Angebot an. Viel Auswahlmöglichkeiten blieb mir ja nicht. Gut. Über die Einzelheiten Ihrer Tätigkeit informiere ich Sie während des Fluges. Wir haben genug Zeit auf dem Weg nach Ruga. Achtung! Passagiere nach Ruga. Check-in Zone 4. Bitte begeben Sie sich jetzt an Bord. Dann wollen wir mal, meine Herren. Noch haben Sie die Möglichkeit auszusteigen, Collins. Meine Entscheidung steht fest, Commander. Ich bin dabei. Bitte nach Ihnen, meine Herren. We'll be right back.
Sie hörten den fünften Teil der Science-Fiction-Serie Jahr 2700 mit der heutigen Folge Der Stich ins Wespennest. Es sprachen Martin Mack als Commander McLean, Jan Benz als Ray Collins, Peter Jacobs als King Riley, Alex Sauer als Admiral Teto, Andreas Kahm als Der Wächter, Daniel Giel als Lutex, Julia Bartholomäus als General van Dijk, Till Kohlberg als Costa, Eduard Mark als Alter Mann, Matthias Behling als Androidenstimmen und Oliver Hauke als Durchsage Kobart. Produktion 2015 und 2018 bei Maggie Records. Bla bla bla. Aber wenn der Schneiden. Was? Ach, Sie, Collins. Was gibt es? Psst. Kannst jetzt nicht stören. Wenn die oberste Behörde alles unternimmt, um den Planeten mit Oh, scheiße. Rausschneiden. Nein, im Gegenteil. Was ich Ihnen zu sagen. Weil Sie dann wüssten, ob ich fantasiert habe? Man sollte weitersprechen. Was gibt's? Ach, Sie schon wieder. Was gibt es denn jetzt noch? Hat sich heute... Achso. Scheiße. Egal, ich hab mich verlesen total, ey. Okay. Ja. Ich bin mit meiner Ausführung noch nicht fertig, Commander. Es gibt noch mehr Neuigkeiten. Also... Die oberste Behörde hat weitere Anfragen diesbezüglich sofort abgeblockt und jede weitere Nachfrage untersagt. Außerdem soll ich Sie, King Riley und Mr. Collins, festnehmen und... Boah. 004... 009... Okay. Jetzt klingelt das Telefon. Ja, bitte? Ich hätte da vielleicht eine Idee. In meiner Zeit gab es auf dem Planeten Kronos, am Rande des Niemandslandes, eine berüchtigte... Rausschneiden, bitte. Sie haben recht, Riley. Es hat mich stutzig gemacht, dass alles ab... Sie haben recht, Riley. Es hat mich stutzig gemacht, dass alles abgeblockt wird. Tsunami. Sie haben recht, Riley. Es hat mich stutzig gemacht, dass alles abgeblockt wird. Jetzt kommt es drauf an. Ich bin mal gespannt. Hier ist Raumschiff Eagle One. Jetzt kommt es drauf an. Ich bin mal gespannt. Hier ist Raumschiff Eagle One. Warum schreibe ich für mich solche schweren Sätze? Jetzt kommt es drauf an. Ich bin mal gespannt. Hier ist Raumschiff Eagle One. Nein. Ein Versuch noch. Wenn ich das jetzt nochmal falsch mache, schreibe ich Sende. Ich sende ID-Kennung. Ja, okay. Jetzt kommt es drauf an. Ich bin mal gespannt. Hier ist Raumschiff Eagle One. Ich übermittle...
Warum stoppe ich jetzt? War doch okay. Jetzt kommt es drauf an. Ich bin mal gespannt. Hier ist Raumschiff Eagle One. Ich übermittle Sende. So, basta. Nein, wir haben mit dem obersten Führungsstab stundenlang diskutiert und sind zu einem Ergebnis gekommen. Ist doch alles kacke. Öffnen Sie die Tür ein, Spalt, und beobachten. So heißt es. Nochmal. Öffnen Sie die Tür ein, Spalt, und beobachten. Ich kann das ja so vorlesen. Öffnen Sie die Tür ein, Spalt, und beobachten Sie den Gang. Wenn jemand kommt, geben Sie Bescheid. Hier sind drei Steward Jenkins. Shit! Bitte mal kurz rausschneiden.